Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gamsting. Ja, die Montagsfolge nach der Challenge mit dem lieben Füsi natürlich. Hallo. Und einen wirklich vollzähligen LU. Es sind 2, 4, 6, 8 LU-Mitarbeiter auf der Karte. Absoluter Wahnsinn. Das Interessante, das Lustige ist nur, die werden diese Folge alle für mich arbeiten. Und ich weiß, wer noch für mich arbeitet. Du hältst die Schnauze. So, du kommst jetzt erstmal bitte hierher, ja? So. Ja, Füsi hat ja als Bestrafung, weil er die Challenge... Nein, 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 du redest nicht! Hier wird keine Zeit geschunden. Erzähl. Erzähl, mach hin, Junge! Ich hab keine Sicherheitsschuhe mit, dann kann ich nicht arbeiten. Ich glaube. Ja. Ich hab hier drüben einen kleinen, guck mal, hier so eine kleine Wanne hingestellt. Da kannst du Wasser und Fit reinmachen und dann müsste jeder Gullideckel mal wieder hochglanz gebracht werden. Ja, ist klar. Aber es versteht sich von selbst, natürlich auch von unten, ja. Nein, erstmal bitte 10 Liegestütze hier am Baum, ja. Nein, ich habe tatsächlich viel zu tun, deswegen kommt mir deine Hilfe sehr gerecht. Schon mal danke dafür. Du kannst dich als allererstes... Ach so, lol. Ich muss kurz zum LU. User left your channel. Ich werde so langsam arbeiten, das hat er noch nie erlebt, sowas, glaubt mal. So langsam werde ich arbeiten. Ja. Nicht schlecht. User joined your channel. So, der John Deere hier. Ja. Mit deinem Arbeitsgerät heute. Okay. Ja. Da würde ich dich darum bitten, als allererstes meinen Kuhstall sauber zu machen. Da siehst du ja, liegt noch ein bisschen was rum hier. Ja. Und danach den Schafstall oben sauber zu machen. Das muss weggemacht werden. Und ich würde dann noch dein weiteres Arbeitsgerät für heute holen. Ja. Ja. Ich glaube, den brauchst du nicht holen. Warum? Ja, bis ich den Stall hier sauber habe, ist Feierabend, ey. Das ist so nicht ganz richtig. Oh, jetzt habe ich mein Lenkrad hier noch gar nicht hingeschoben. So. Müssen wir mal gucken, wo die gerade die Grassamen ernten, die alten Schlingel. Da drüben. Nein, du darfst Mischfutter herstellen. Ja. Mischfutter. Hier komme ich nicht drauf. Oh, das mir, Gras ist mir wieder aus der Schuppe gefallen. Es wird ordentlich gemacht, Kollege. Wird hier kein Blödsinn gemacht. Ja, das möchte ich gleich mal ankündigen. Was ist denn hier passiert jetzt? Es tut mir aber leid, du. Alter. Oh, das liegt dann wieder hier vorne. Da muss ich mich hier beim obersten Aufsichtsrat muss ich mich da hier beschweren. Ja, mach das mal. Ich schon, das bringt keine Punkte. Alter. Machst du das bitte ordentlich? Wieder aus der Schiffe gefallen, was ist denn hier los? Jemand stimmt mit deinen Maschinen nicht. Ich glaube, wir stimmen mit was anderem was nicht, Alter. Du sollst da einmal durchfahren und das war's. Ja, ist doch. So, jetzt fahr hoch zum Grasstall und mach den bitte sauber, ja? Zum Grasstall? Ich will nicht die ganze Zeit selbstständiges Arbeiten. Wo ist denn der Grasstall? Der Schafstall, Junge. Der Schafstall, ja. Ach, und es wird hier nichts rumgeguckt oder irgendwas? Ja? Einfach bitte ordentlich arbeiten. Ja, so, ich fahr natürlich auch ordentlich, damit ich hier nirgendwo gegenstoße. Wie Sie? Ja, bitte. Wer hat mehr wie Eingang? Komm, ey. Machen wir vernünftig, Leute. Ja, das wäre nett, danke. Plan zurück. Ich muss nämlich viel schaffen. Also bei Füßen steht ja leider alles. Na echt, schade. Ey. Wirklich schade. Kann man nicht anders sagen. Oder hängt das wieder voll in der Luft? Nee. Gut. Hier ist der Zaun angeknickt worden. Ich bin mir nicht sicher, dass ich habe keinen Zetter. Nee, ich habe keinen Zetter. Problem ist, wir brauchen Heu. Das wurde mir nun mehrmals geschrieben. Aber doch, ich muss den Deutsch-Zetter doch haben, na klar.
Ja, du hast einen Zeta. Ja, den deutschen Zeta, wo ist denn der? Der steht in deinem Durchfahrsilo. Ach ja, stimmt. Ja. Traurig, dass ich mich besser in den Hof auskenne als du, ey. Ja, weil du die ganze Zeit im Durchfahrsilo rumgepimmelt hast vor der Aufnahme. Ist ja keine Kunst. So, ist sauber. Ich zieh mal die Paletten vom Trigger. Dann hängt ihr bitte den Zeta. Ja, warte. Nein, die lässt ihr bitte dort stehen. Echt jetzt? Ihr, okay. Ja. Entschuldigung, ich tue wieder zurück. Dann hängt ihr hängt bitte den Zeta dran aus dem Durchfahrsilo und fahre bitte auf Feld 9 das Gras zettern. Jo. Das wäre sehr gut. Ja, das Gras zettern, genau. Hast du nicht so einen vernünftigen Traktor hier? Was, wie bitte? Hast du keinen vernünftigen Traktor für solche Arbeiten? Kannst du auf Hand haben, wenn du willst. Nee, danke, ich sagte vernünftig. So, das brauchen wir ja auch. So, da steht das gute Ding ja. Gott sei Dank ist das von Deutz, da macht die Arbeit ein bisschen mehr Spaß. Also, weißt du, mehr Freundlichkeit auf meinem Hof, wie ich dich hier empfange, geht gar nicht, ne? Du kriegst sogar Deutz Arbeitsgeräte von mir. Du musst keinen Fendt fahren, du kriegst ein Deutz Arbeitsgerät. Also, das ist... Ja gut, komm mal, hast ja recht. Feld 9, Zeta an, ich leg los. Kann ich die die Frontlader, kann ich die hier am Hof hinstellen oder muss ich die unbedingt dran haben hier? Dran lassen. Boah. Das ist alles Power, die wir nicht brauchen, du. Tino, ich habe meinen neuen PC bestellt. Du hast ja einen neuen PC bestellt? Habe ich bestellt, ja. Sehr schön. Wenn ich mein Konkurrent wäre, würde ich mich für dich freuen. Ja, erzähl mal, komm. Ja, gestern bestellt. Ein Teil haben sie wohl nicht vorrätig, haben sie mir direkt eine Mail geschrieben. Da habe ich gesagt, die sollen bitte dann versenden, wenn alles da ist. Ja. Und ja. Linksrum dann. Okay, na erzähl doch mal, was du dir für einen bestellt hast jetzt im Endeffekt. Ja, ich bin auch diesmal auf Wasserkühlung gegangen. Ernsthaft? Ja. Wirklich? Ja, ohne Scheiß. Gut, wird auch immer mehr zum Standard, ne? So teuer und... Ja, ich hatte... Für diese Hochleistungs-PCs ist das ja gar nicht mehr. Hat ja mittlerweile Wasserkühlung, haben ja echt viele drin. Ich hatte immer Lüfter, aber mein PC ist jetzt 3-4 Jahre alt. Und du hörst den Lüfter. Ich habe ihn schon sauber gemacht und alles. Ich habe gedacht, komm, probierst du diesmal mal Wasserkühlung. Ja. So, der Drescher fährt andersrum, falls es aufgefallen ist. Nö, habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Wo ist denn der Drescher? Dir. Da. Das große Weiße, was da auf dich zukommt. Ja, ist das nicht egal? Dann kann ich doch hier anfangen. Ja, aber dann fährst du doch entgegengesetzt. Fahr doch mit ihm. Ja, tue ich doch. Nein, du fährst ihm so rum entgegengesetzt. Fahr einfach andersrum und gut ist. Okay. Genau so rum und fängst halt auf der ganz rechten Spur an. Und du sollst mein Gras nicht platt fahren. Ja, ja. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Ich bin wieder hier. So. Gut, Rechnung ist im Postfach fürs An. So, jetzt muss ich ja. Oh. Werde ich einmal behilflich sein? Habe ich gestern meine Story erwähnt. Ja, das habe ich gesehen. Überlege gerade, was da war. Wir mussten noch ein Raststättenklo, da habe ich gesagt, auch. Ach, ja. Das war's genau. Ja, war wieder ganz lustig, war das. Habe ich mir direkt auf den Schenkel gehauen und so gedacht, ha 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 ha. So ein witziger Bolt. Ja, schön. Wie war es bei deinen Eltern? War ganz gut. War wirklich gut. Hat Spaß gemacht. War gut. Wir haben am Abend haben wir noch was getrunken. War dir essen gewesen da so? Nee. Also meine Mutter hat gekocht, aber nein, wir waren nicht weg essen oder so. Nein. Okay. Wieso? Nur so. Achso. Was? Wenn du zetterst? Ja.
oder? Kannst du mal bitte mit der Außenbahn anfangen? Sag mal, stellst du dich jetzt so doof an mit Absicht oder ist es jetzt wirklich mal deine LS-Fähigkeiten, die du hier raushängst? Das sind meine LS-Fähigkeiten, ja. Ja, fang an. Du, oh. Ich muss mich mal eben muten. Ich hab das extra gemacht, damit ich hinter den Drescher gleich warten muss und so. Ist dir? Ich arbeite doch hier nicht vernünftig. Ich bin da. Was hast du denn gemacht? Wie, was hab ich gemacht? Wieso hast du dich jetzt gemutet? Ich muss meinen Zuschauern was erzählen über die nächste Folge, wie, was wir da vorhaben. Okay. Was habt ihr da vor? Das sag ich dir noch nicht. Also pass mal auf, Kollege, ja? Du arbeitest jetzt hier auf meinem Hof. Ja, tu ich doch. Also wir spielen hier nach meinen Regeln, ja? Ja, tu ich doch. Warum? Ich tue hier mit bestem Gewissen meine Arbeit erledigen. Ja, User left your channel. Er will nur Heupelz machen, ey, und ich helfe ihm noch dabei, ey. Das schmerzt. Das schmerzt. Talling-Silageballen, unfassbar. Was ist unfassbar? Dass ich hier die Arbeit für dich mache, für deine scheiß Heupellets, ey. Nein, nix Heupellets, Alter. Nix Heupellets. Du machst nur Heu so? Mache Heu? Ach so, wahrscheinlich für die Futtermischanlage, ja. Richtig. So. Gut, wie schnell fährst du? 16 km/h. Wie schnell ist der Drescher? 10 km/h, also wirst du den wohl einholen. Sagst du mir bitte Bescheid, wenn du den eingeholt hast? Ja, mach ich. Sag mal, was wird eigentlich gerade auf den Feldern angesät? Auf welchen Feldern? Im Real Life. Jetzt aktuell? Ja, weißt du das? Nee. Die Frage ist, wurde ja jetzt der Häcksel gut gemacht? Also Mais ganz viel gehäckselt, ja. Und bin der Meinung, jetzt geht's jetzt der Winterraps oder Gerste oder so? Nee. Ich meine auch Winterraps, war mir aber nicht ganz sicher. Ich weiß es selber, ich weiß nicht so genau. Das Sinn hier zu schwadern? Heu verteilt sich gar nicht breit, oder? Ne, nicht so. Also du hast hier die schöne Schwart gemacht, da wird das zwar ein bisschen breiter, aber nicht allzu viel, nein. Gar nicht. Los. Ich blick's nichts. Was hast du denn gemacht? Schon wieder hier. Für den Drescherfahrer, hast du den hier, den Drescherfahrer hier von seinem Job abgehalten? Ein bisschen. Junge, bist deine nächste Folge noch hier. Ja, aber ich sag mal so, die Challenge war wieder sehr lustig, kam auch wieder sehr gut an, dafür tausend Dank, Leute, dass ihr das echt mit der Challenge so krass feiert. Einer hat sich beschwert, dass ich schon wieder gewonnen habe, dass es langweilig wird, wenn ich immer gewinne. Ja, sorry. Ja, das wurde mir auch geschrieben, aber
Es ist halt so, dass wir doch schon beide um den Sieg kämpfen. Wollte ich gerade sagen, ist ja nicht. Also, ja, ich habe Fehler gemacht, aber das ist es ja. Im Wettkampf macht irgendjemand einen Fehler, damit der andere gewinnt oder, also, ja, oder besser meistens, ist. Also. Ja, meistens gewinnt dann immer einer, weil irgendeiner einen Fehler macht. Ja. Aber gut, es ist ja jetzt nicht so dramatisch. Nö. Nächsten Sonntag, da werde ich alles geben. Ich werde ihn auf jeden Fall nicht den Hattrick gönnen wollen. Wenn ich ihn den Hattrick gönne, dann weiß ich auch nicht. Dann, Ich glaube einfach, ja. Mein Vorteil ist. Ah nee, ich weiß nicht, ob er das so sagen kann. Das ist eigentlich doof. Weil, also mein Vorteil ist, glaube ich, dass wir nicht wissen, vorher wirklich nicht wissen, was wir machen sollen. Stimmt, ja. Also ich kann halt gut umswitchen, sag ich mal. Ja, das stimmt, ja, ja. Also ich kann halt dann schnell mir einen guten Plan machen. Ich habe zum Beispiel auch geguckt, da kann ich jetzt einfach mal ehrlich zugeben, ne? Das erste, was ich geguckt habe, wo es hieß Ansehen grubbern, war, welcher Abschnitt auf den zwei Feldern hat die größere Steigung. Lol. Ja, weil ich wusste, also wo er da angefangen hat zu erklären, wusste ich ja noch nicht, dass wir grubbern und ansehen und dass nur das Angesehene zählt, ne? Und dass wir nur 15 Minuten Zeit haben, quasi. Oh, Katsching, das war meins. Dass wir nur 15 Minuten Zeit haben, quasi, um dann quasi den optimalen Teil da anzusehen. So, und da habe ich deswegen, da habe ich gleich am Anfang hatte ich so geguckt, okay, ich bin ja davon ausgegangen, wer zuerst das Feld fertig hat, ne? Und deswegen hatte ich gleich geguckt, welcher Abschnitt hat die höhere Steigung. Dieser Bubo, ey. Und dein Abschnitt, der ist halt nochmal so leicht nach oben gegangen. Deswegen bin ich gleich unten in den Traktor eingestiegen. Sorry. Ja, ich bin so ein kleiner Stefan Raab, was sowas betrifft. Echt zu gut, ey. Ja, auch live. So, aber es ist natürlich Quark, jetzt hier die Schwart komplett zusammenzuziehen. Kein Sinn. Busy? Ja. Wäre schön, wenn du den Zettel abhängst. Ja. Oder nicht abhängst. Lass ihn dran, einfach so wie es ist. Du darfst natürlich jetzt nochmal hier mit so einem wunderschönen Fan fahren. Und darfst dir da nochmal gönnen und mal ein paar schöne Ballen pressen noch. Hä? Komm mal rein, wir machen heute pünktlich Feierabend, ne? Wir machen heute schöne Überlängen, Junge. So. Mach ich mal lieber selber, weil sonst dauert das eine Stunde bei dem. So, hier geht's los. Bitteschön. Und genieße es, in dem Fenster zu sitzen. Ja, ja. Genieße es. Aber das Spiel feiert mich so hart, dass er sagt, leck mir am Arsch, du steigst hier nicht ein. Ja, das ist natürlich richtig. Sehr schlecht. Ohne Momento. Weiß nicht mehr, eine Minute ist Feierabend. Du presst nach dem Ballen, da kannst du sicher sein. Ja, steig ein. So. Also ich glaube nicht, dass die Arbeit so schlimm war auf meinem Hof. Kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen. Schlimmes habe ich mein Leben noch nicht erlebt. Sei da nicht so unfair, da. Macht es dann nicht besser für dich? Du verlierst ja die nächste Challenge wieder, weißt du, ich versuch's doch hier nur angenehm für dich zu gestalten. Aber ich finde es sehr nett von dir, dass du mir mal geholfen hast. Das war tatsächlich schön. Natürlich, gerne. Ja. Bei dir stand ja alles, ne? Also das LU hat ja bei dir auch gar nichts gearbeitet. Ja, finde ich ein bisschen unfair, aber okay. Warum?
Ja, dass die Uhr hätte ja arbeiten können. Ich bin ja nicht weg, bin ja da. Naja, nee, aber ja, aber guck mal, was ist denn das für eine Challenge-Dings dann? Ich hätte ja kein, ich dürfte ja vielleicht, man hätte ja sagen können, ich darf keine neuen arbeiten und das, was jetzt gerade noch ansteht, darf gemacht werden, aber. Na gut, das entscheidet ja das LU. Ja, das LU. Also wie gesagt, Preise, Strafen, Challenge und so weiter, das steht alles im Vorhinein fest. Sicherlich wäre es jetzt der Traktor gewesen, das muss man ganz klar sagen. Also da hätte ich dann, ich hätte mich zwar erstmal gefreut wie ein riesengroßes Schnitzel, ohne Frage. Aber da muss ich ganz klar sagen, das hätte ich dann auch abgelehnt. Also das wäre, aber das LU ist so gut, muss man einfach so sagen, dass sie natürlich dann nicht so einen 300 oder 400k Traktor da hinstellen. Und sagen, hier, bitteschön, dein Gewinn. Das ist total übertrieben. Die Challenge sollen ja nur ein kleiner, also ein kleiner Vorteil immer einem geben, der halt eben gewinnt. Ja, muss man ganz klar sagen. So, und in dem Fall, in dem Fall war es halt jetzt ja hier eine Folge bei Füßen stillstand. Also viel Verlust hast du auf jeden Fall nicht gemacht. So, na gut. Die Rechnung bezahlt man natürlich noch eben schnell. Dann sind wir schon fertig. So, ich steig jetzt hier aus. Tschüss. So. Hab ich das jetzt? Moment. Gut, dann vielen Dank für Sie für die Hilfe. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. War ein sehr angenehmer Job, muss man ganz sagen. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass Sie weiter hier als Chef agieren könnten. Vielleicht stellen Sie sich doch mal ein paar Leute ein. Ich glaube, die hätten hier ein wunderschönes Arbeitsklima. Hat sehr viel Spaß gemacht. War wunderbar. Ja. Danke. Bitte. Das ist nett. Danke. In diesem Sinne, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind erstmal raus. Bis dahin. Ciao. Tschüss.